Wenn er das kann, dann kommt der Abgleich, dass es dann einfach in der Linie aufgestellt ist. Die Silke arbeitet heute auf Rasen und dann bei diesem Wetter hat sie gesagt, sie arbeitet mit 10 Döschen. Vom Inhalt her hat sie auch zum Teil flüssige Stoffe mit drin. Es geht einfach, dass Sie mal sehen können, worum es geht. Aktivierung über die Silke und die Lotta darf dann einfach abarbeiten und an dem Döschen, wo sie findet, muss sie eingefrieren. Wir haben ganz bewusst darauf verzichtet, dass der Hund hier im Liegen anzeigen muss, sondern wir haben gesagt, es geht einfach um die klebende Nase. Die Position sagt der Hundeführer selber. Wir lassen auch größere Hunde erhöht arbeiten, einfach um den Hunden auch eine Chance zu geben, diesen Sport machen zu können, die zum Beispiel Probleme haben mit Hüfte, Wirbelsäule, Ellenbogen oder einfach auch ältere Hunde. Weil es geht nicht um irgendwelche Positionen, sondern einfach um die Geruchsleistung. Wir werden im Anschluss, wenn Silke uns das gezeigt hat, werden wir mit der Susanne Gaubatz eine Möglichkeit zeigen, wo wir am Dienstag nächste Woche einen Dreh haben mit Galileo zum Erdnussspürhund, weil das diese Allergie ist, wo immer noch relativ viele Menschen sterben. Und wir haben im erweiterten Umfeld, im Bekanntenkreis, ein junges Mädchen gehabt, die bei der Klassenfahrt in Italien gestorben ist. Und wo wir dann einfach vor vielen Jahren gesagt haben, lass uns anfangen, da auch etwas zu tun, dass der Hund winzige Spuren von Erdnüssen auch anzeigen kann. Das wird die Frau Gaubatz nachher noch vorführen. Diese Arbeit jetzt von diesem schnellen Hund, einfach jedes Döschen langsam und akkurat abarbeiten, am jeweiligen Döschen wieder die Anzeige in der Prüfungsstufe 3, werden dann nach jedem Durchgang auch die Döschen gewechselt. Also vor allem das Döschen, wo dann die Kamille drin ist, wird da gewechselt, dass man nicht sagen kann, okay, da ist jetzt noch Restwitterung dran vom Hundeführer. In der Prüfung weiß der Hundeführer auch nicht, auf welcher Position das drin ist und fasst es natürlich selber auch nicht an. An der Arbeit auch dieses Schöne, man kann es zu Hause machen, in der Jahreszeit, wo wir jetzt noch gar nicht dran denken wollen, im Winter zum Beispiel. Man kann es wetterunabhängig machen oder auch, wenn der Hund verletzt ist, wenn er zum Beispiel irgendwelche Bewegungseinschränkungen hat. Oder auch für die Hunde, wo man im ersten Moment vielleicht gar nicht dran denkt, für diese besonders aktiven Hunde, dass man da einen Ausgleich hat, wo sie dann einfach ruhig und konzentriert im Endeffekt arbeiten können und nicht nur auf Geschwindigkeit, sondern vor allem das, was ihnen besonders liegt, dass sie dann einfach ihr bestes Sinnesorgan, die Nase, einsetzen dürfen. Die Silke wird jetzt noch eine Wiederholung zeigen und dann werden wir direkt im Anschluss die Susanne sehen. So, die Anzeige und dann wird der Hund dort wieder abgeholt. Immer die Aktivierung und das Ende. Und Sie haben es vielleicht gesehen, die Silke hat das Futter in der Hand und der Hund arbeitet ganz normal weiter. Das sind natürlich ausbildungstechnisch die Anfänge, wo wir dann einfach sagen, das darf für den Hund dann keine Rolle mehr spielen. Und wenn man da abends arbeitet, so eine Runde macht mit einer halben Stunde Arbeit, Dankeschön. Wenn man das als Ausgleich machen kann mit dem Hund abends eine halbe Stunde, wo ich nicht meine Fließbandarbeit, sondern einfach ruhige, konzentrierte Arbeit, immer wieder mal Wiederholungen, denke ich mal, tut man da seinem Hund etwas sehr, sehr Gutes. Und jetzt wollen wir Ihnen noch kurz zeigen, die Susanne Gaubatz mit ihrer Annie. Ich habe die Annie vor rund 3 Jahren kennengelernt als Hund, wo die Frau mit dem Hund nicht mehr spazieren laufen konnte, weil der Hund permanent im Appetenzverhalten drin war. Dass er sagt, rausgehen heißt Action und Jagen. Also es war nicht möglich, dass der Hund einfach normal spazieren ging. Und eins der ersten aktiven Dinge, die wir damals mit dem Hund gemacht haben, war Sniffel. Einfach, wo der Hund auch über diese Arbeit zusätzlich lernen sollte, Erfolg über Zurückhaltung und nicht nur Gas geben und rennen und Action. Sie sehen den Aufbau, der natürlich sich ganz elementar unterscheidet von dem Aufbau, der beim originären Sniffel im Endeffekt ist. Es ist ein kleines Behältnis, das es in unterschiedlichen Formen gibt, dass der Allergiker bei sich hat, weil zu mir immer wieder gesagt wird, ja super Uwe, wie ist es dann, wenn schnuppert mein Hund dann am Teller rum? Nein, das will ich auch nicht. Ich liebe Hunde, aber an meinem Teller muss er nicht rumschnuppern. Da füllt man von seinem Essen etwas ab,
in eins dieser winzig kleinen Döschen und lässt den Hund dann einfach mit Referenzgerüchen im Endeffekt genau das gleiche Prinzip wie bei Sniffle das Ganze abarbeiten, dass man sagen kann, ich habe da mit meinem Hund eine Hilfe, der mich unterstützen kann bei dieser Arbeit. Und auch hier das gleiche Prinzip, wobei das von den schnellen Hunden natürlich diese extrem kleinen Döschen sehr, sehr schwer zu arbeiten sind. Wir machen das auch mit Hunden im normalen Sniffle, dass man sagen kann, macht es mal unterwegs. Beide, sowohl die Susanne als auch die Silke, werden dieses Jahr im November auf der Animal, auf der Deutschen Meisterschaft auch starten im Sniffle. Und dass man da einfach unterwegs arbeiten kann, weil auf der Messe in Stuttgart ist natürlich die Umgebung nicht unbedingt nasenarbeitsüblich. Da ist richtig Action. Und dass man sagen kann, macht es auch mal unterwegs, ist das hier unser Sniffle für unterwegs, dass man da auch mal im Kaufhaus, an der S-Bahn-Haltestelle oder wo auch immer, mal eben kurz mit dem Hund arbeiten kann oder auch für Hunde, die mit Umweltreizen Probleme haben, kann man sowas zusätzlich auch noch unterstützend im Endeffekt dann machen. Und wir machen danach noch eine Wiederholung. Und hier ist es dann einfach bei der Annie, wo dann winzig kleine Spuren von Erdnüssen, also wir haben da Dinge gemacht, zum Beispiel eine Erdnuss in ein Glas Wasser reingetan und dann mit dieses zwei Tropfen von dem Erdnusswasser in eine Praline reingespritzt, die garantiert erdnussfrei ist. Und die anderen Pralinen, die exakt gleichen Pralinen, also erdnussfrei, dass der Hund da den Abgleich im Endeffekt macht. Oder ein Tropfen Erdnusswasser in ein Glas Cola reingeträufelt und die anderen Gläser war nur Cola drin. Zeig mir, wo ist das Erdnusswasser? Wir haben es im gefrorenen Zustand gemacht, im gebackenen Zustand und dass der Hund immer im Endeffekt genau diese Arbeit macht, die er jetzt gerade hier genauso schön macht. Super, Susanne. Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, dass wir Ihnen ein bisschen Sniffle, so ein klein wenig Interesse für diese Arbeit wecken konnten. Wenn Sie Interesse haben, ich werde jetzt draußen am Stand von Florian König sein bei Active for Dogs. Wenn Sie Interesse haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Schönen Tag hier noch in Mariazell. Dankeschön.